Ja, moin Leute, Teros hier und willkommen zu einer neuen erfolgreich geschlagenen Can You Beat This Challenge. Heute geht es um die killfreie Sabotage und ja, die Herausforderung bestand darin, dass man als Team 2 Runden Sabotage in Folge gewinnt und dabei selbst unter 20 Kills macht. Ja, und beide Runden wurden von uns auf der Map Fang Range gespielt, aber bevor ich jetzt zum Live-Gameplay wechsle, möchte ich noch ein bisschen was über die Taktik sagen und vor allem das Team vorstellen. Ja, unser 6-Mann-Team war eben in 3 Gruppen aufgeteilt. Zuerst einmal die Bombenträger, die bestanden aus The Deadstone und meiner Wenigkeit. Unsere Aufgabe bestand ganz klar darin, eben die mittig liegende Bombe direkt am Anfang der Runde zu schnappen, um eben diese so schnell wie möglich zu platzieren, um vor allem die Gegner zu überraschen. Ja, dabei half natürlich die Perk-Kombination aus Leichtgewicht und Marathon ganz klar enorm. Also man kennt sie ja, wenn man damit spielt, wie es da abgeht von der Geschwindigkeit her. Und ja, zudem benutzt The Deadstone noch Scout Pro. Die Perk kennt man eigentlich kaum, benutzt auch kaum jemand, aber ist eben hauptsächlich dazu da gewesen, eben um schneller als normal den wirklich richtig wichtigen Taktikeinstieg zu platzieren. Das sieht man auch im Gameplay und es hilft vor allem auch. War auf jeden Fall eine geniale Idee, das mitzunehmen. Und ich benutze als zweite Perk was anderes, und zwar Kriegsheer Pro für die extra Stun-Granate. Und die war auch von großer Bedeutung, um eben die Gegner so schnell es geht gezielt zu verlangsamen, dass sie eben Probleme haben, überhaupt rechtzeitig zur Bombe zu gelangen. Und das hat natürlich schon viele wertvolle Sekunden rausgeholt, die man später sehen wird. Und ja, The Chocker X3 und Barnaby 95 bildeten die Tanks, und ja, deren Job bestand eben darin, das erste Team, die Bombenträger, so gut es geht zu begleiten, um eben jegliche Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, statt eben auf die Bombenträger, dass sie eben, sag ich mal, ungestört zur Bombe gelangen konnten. Ja, die mitgenommenen Blend- und Novagas-Granaten taten dann ihr Übriges, um eben die Gegner zu desorientieren. War auf jeden Fall gut gemacht von beiden. Danke nochmal dafür. Ja, und last but not least waren Ragazzi, Luigi und Excalibur als Bush-Spookies mit von der Partie. Und die ansonsten von so vielen verhasste Ghost-Perk, er hat hier schon ihren Zweck erfüllt. Also auch sie unterstützen die Bombenträger, aber das Ganze eben deutlich subtiler. Also ja, sobald das Platzieren der Bombe ja vonstatten ging, konnten sie sich eben durch ihre schallgedämpften Waffen und ihre Taktikeinstiege eben unbemerkt um die Bombe positionieren und konnten so jedes Entschärfen eigentlich sehr gut verhindern. Und ja, die Gegner wussten eigentlich gar nicht, von wo sie jetzt gekillt werden. Und da war schon vorbei, so ungefähr. Lief auf jeden Fall sehr gut gemacht von beiden. Und ja, die angesprochene Bombe befindet sich eben zu Beginn der Runde noch sehr mittig und das Ganze eben auf einem sehr offenen Terrain. Also man kennt das ja, wenn man Flying Range spielt. Ja, die Mitte ist eigentlich so eine Art Todeszone. Wer da rumläuft, ist eigentlich schon so gut wie tot, weil ja von allen Seiten kann man darauf einsehen eigentlich. Von daher ist es schon sehr kritisch und man muss da schnell hingelangen als Bombenträger und den Art, ja, Überraschungsmoment nutzen durch die Stunts und so weiter. Denn wenn man das nicht schafft, von Anfang an die Bombe zu kriegen, ist es sehr schwierig, wenn die Gegner eben, ja, da das einen guten Blick drauf haben, sag ich mal. Und das war zumindest die Theorie des Ganzen. Und ja, viel wichtiger ist natürlich die Frage, ob die Umsetzung erfolgreich war. Und genau dafür wechsle ich jetzt zum Live-Gameplay. Und es geht sofort los mit der ersten Runde. Man sieht, es laggt schon ordentlich. Und das ist eigentlich eher eine Sache, da regt man sich auf in COD. Kennt man ja, wenn es mal laggt, das ärgert schon. Aber in diesem Fall war es eigentlich hilfreich, weil die Gegner einen so eben schwieriger treffen konnten. Und ich, ja, ziehe sofort reflexartig mein Ballistic Knife raus, um eben schneller zu sprinten. Kann eben hier noch Leute stunnen und die Bombe mitnehmen. Die Gegner checken es nicht, obwohl sie mich eigentlich hätten sehen müssen. Und ich kann problemlos platzieren, ohne dass die Gegner da oben irgendwas bemerken. Und ja, jetzt habe ich es eben geschafft zu platzieren. Jetzt wäre ich leider gekillt von diesem oben. Kann ja aber noch stunnen und da eben noch ein paar Sekunden rausholen, wo dann eben der Gegner sich kaum bewegen kann. Und jetzt sieht man eben die Verbündeten, die sich mit Taktik einstiegen und so weiter, um die Bombe perfekt positionieren. Und ich werde eben wieder gespawnt. Hatte selber gar keine Zeit, einen Taktikeinstieg zu legen. Aber bin eben recht schnell unterwegs mit Lightweight und Marathon. Der Gegner da oben, keine Ahnung, was der so treibt. Der hat nicht richtig gecheckt, worum es geht. Dass Gegner noch auf Objective gehen, kennen wahrscheinlich noch wenige. Und jetzt geht es eben darum, die wichtigen Sekunden rauszuholen, Gegner zu killen. Hier sieht man schon die ganzen Leichen auf der Bombe, die schon diffusen wollten, aber es nicht geschafft haben. Und ja, jetzt geht es eben in die letzten 10 Sekunden. Und ich spawn wieder und will natürlich sofort wieder die Bombe checken jetzt, wo ich spawne, genau. Und ja, ich sehe natürlich jetzt einen gerade, der diffused und kann in der letzten Sekunde noch knifen. Wirklich sehr knapp. Und die Bombe geht jetzt hoch. Insgesamt 5 Kills gemacht, weil eben leider noch die Bombe einen erwischt hat, was nicht nötig war, aber mein Gott, so war es eben. Und so konnten wir eben die erste Runde doch ziemlich schnell in einer Minute oder so jetzt gewinnen. Und das war schon überraschend. Haben wir schon mit mehr Gegenwehr gerechnet, vor allem aus einer kleinen Map, wo die Gegner eigentlich direkt bei der Bombe wieder spawnen. Also eigentlich haben wir da schon mit mehr gerechnet. Also da waren wir schon positiv überrascht. Und jetzt geht es eben in die zweite Runde. Und da muss ich sagen, dieser Aspekt dieser zweiten Runde, das war schon, sag ich mal, die Schwierigkeit dieser ganzen Challenge. Also das habe ich ja, sag ich mal, unterschätzt am Anfang und damit nicht gerechnet. Da hat sich der Command-Krieger, denke ich mal, schon was dabei gedacht, dass man eben 2 Runden in Folge gewinnen muss. Ganz klar, also erstens natürlich die erste Geschichte, ganz, ganz wichtig. Ja, die Gegner wissen natürlich meistens schon nach dem ersten Match, worum es ungefähr geht. Wenn die merken, okay, die machen eigentlich nichts, außer jetzt zu platzieren und so weiter, dann können die sich ja theoretisch auch erst in Spawn setzen und nur auf uns warten.
Und das ist natürlich eine schwierige Sache, die man da bekämpfen muss. Und zweitens, ja, ist ganz klar, in der Lobby erstmal warten und auf neue Gegner und so weiter, die halt, weil ein Großteil halt rausgegangen ist, ist halt, sag ich mal, schon sehr nervenaufreibend, wenn man selber spielt. Und ja, man kennt das ja, wenn man COD spielt, manchmal ist auf einmal die Lobby futsch oder es joint einfach keiner nach. Und das war schon so mit das Spannendste eigentlich, was eigentlich nicht sein sollte, dass man eben auf Gegner wartet. Und dementsprechend hat das Ganze ungefähr 3 Minuten oder so gedauert, bis endlich mal, ja, neue Gegner oder genug Gegner unterwegs waren in der Lobby. Und ja, dementsprechend habe ich das natürlich schon beschleunigt für euch, weil ja niemand möchte 3 Minuten Lobbyzeit sehen. Das sieht man schon oft genug, wenn man selber spielt. Also man kennt das ja. Teilweise hat man echt das Gefühl, wenn man COD spielt, dass man länger in der Lobby hängt, als jetzt wirklich auf der Map zockt. Und ja, zum Glück haben wir dann doch noch relativ schnell, was heißt schnell, in 3 Minuten oder so, mal neue Gegner gefunden, die sich dann bereit erklärt haben, gegen uns zu spielen. Und da haben wir natürlich schon gehofft, dass es auch Gegner waren, die nicht so viel Plan haben, weil man ganz ehrlich sagen muss, man braucht natürlich schon Gegner, die ja nicht damit rechnen, was gerade so, was denn so passiert in den nächsten Minuten gegen uns. Und ja, wir hatten Glück, dass die Gegner jetzt zwar nicht die schlechtesten waren, aber ja, die hatten halt, waren halt schon recht unorganisiert, hat man ja schon gemerkt. Und zum Glück auch, ja, Splitscreener, muss man ganz klar sagen, die halt auch ein bisschen unvorbereitet sind. Ja, und weil wir diese doch recht nervenaufreibende Lobbyzeit überstanden hatten, waren wir eigentlich alle guter Dinge und ja, sag ich mal, voller Hoffnung in Anführungszeichen, weil wir eben erst 5 Kills gemacht hatten. Sprich, mit 14 Kills hätten wir noch die Challenge geschlagen. Und ja, vor allem, es waren auch noch neue Gegner in der Lobby drin, die nicht Bescheid wussten. Da dachten wir auch, okay, vielleicht haben wir wieder den Überraschungsmoment auf unserer Seite, dass sie nicht bereit sind und wir dementsprechend sie schon, sag ich mal, wegrushen können und schnell wieder zur Bombe gelangen. Aber ja, das Ganze lief dann eben doch leider nicht ganz so optimal, was im Nachhinein vielleicht auch ganz gut war, weil so war das Ganze noch ein bisschen spannender, sowohl jetzt zum Spielen als auch zum Anschauen. Und direkt wieder ich mit der gleichen Route, mit dem gleichen Plan im Kopf, hier die Stunts zu werfen. Aber ich sehe hier direkt Gegner und mache lieber noch eine Runde um den Jeep, um wieder zur Bombe sicher zu gelangen. Aber ja, der Deadstone schnappt mir glücklicherweise die Bombe vor der Nase weg und geht links lang, nicht rechts lang, wie hier in der ersten Runde. Weil er gesehen hat, dass rechts viel zu viele Gegner sind. Und das war eben auch dementsprechend die richtige Entscheidung, das zu machen. Und so war er eben jetzt, wie man sehen kann, beim Beobachten, ja, schon fast bei der Bombe angelangt. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht geht das doch wieder annähernd so schnell wie in der ersten Runde. Aber man sieht jetzt hier unten links, ja, zwei Beschützer von ihnen sind gestorben. Er war ganz alleine gegen alle Gegner, die jetzt auf ihn zustürmen, weil man sie auf dem Radar sehen kann. Und ja, jetzt sieht man, ja, er wird getötet und ja, die Gegner haben jetzt die Bombe in der Hand. Und jetzt ist natürlich schon sehr eine kritische Sache, weil, ja, wie machen wir das jetzt? Wir müssen ja leider Kills machen, um wieder zur Bombe zu kommen. Und ja, wie machen wir das, sag ich mal, mit den geringsten Kills? Und jetzt gehe ich hier rum und sehe erstmal 3 Gegner und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Hab überlegt, ihn zu töten, aber hab's dann doch lieber gelassen, wollte dann lieber flankieren, um da irgendwie noch an Gegner ranzukommen und die Bombe zu kriegen, ohne jetzt viele Kills zu machen. Und das hat zum Glück auch, naja, nicht ganz gut funktioniert, aber doch irgendwie schon. Ja, der Gegner habe ich hier nicht gesehen, keine Ahnung warum. Jetzt haben die in die Bombe platziert und jetzt mussten wir leider Kills machen, um wieder zu defusen. Jetzt mache ich hier 2 Knife-Kills, werde dann aber weggeschossen und ja, jetzt verfallen so alle ein bisschen in Panik, weil ja, wir müssen ja die Gegner irgendwie loswerden, um zu defusen. Und wie wir das Ganze anstellen, wird sich jetzt eben so zeigen. Ich spawn wieder, kann direkt wieder Stunts werfen ohne Ende, was man zum Glück mitmachen kann in Warlord Pro. Und ja, der Deadstone wirft sich wagemütig auf die Bombe, während ich hier den anderen noch ablenke und töten kann. Und komischerweise bemerkt ihn keiner und er kann sogar defusen und kann hier problemlos weglaufen. Und im Lightweight-Marathon macht er ordentlich Meter gut und kann direkt, ja, ist auf halbem Weg zur Bombe schon. Und ich spawne wieder und habe direkt 3 Gegner vor der Nase mit 3 Stunts in der Hand. Das ist natürlich schon eine perfekte Kombination und so kann ich die halt eben wunderbar lange gestunt halten. Und das war eben auch gut, dass die eigentlich platziert haben bei uns, weil so waren die alle in unserem Spawn. Und wir konnten sie so lange aufhalten. Sieht man hier, ich sterbe zwar, aber konnte eben durch die Stunts und durch mein Rumgerenne ein bisschen Sekunden gut machen. Und in der Zeit wurde eben platziert von so einem Team. Und ja, vor allem, ja, die restlichen Teammates sind alle gut um die Bombe platziert. Und ja, die konnten eigentlich kaum wirklich defusen. Und ja, man sieht hier, ich spawne wieder direkt hinter Gegnern und kann die wegstunnen. Da sieht man wieder, was für hilfreiche doch Perks ich dabei hatte mit Warlord Pro. Und selbst ohne jetzt noch Stunts übrig zu haben, konnte ich mit meinem Team noch sprechen und sagen, okay, von hier und da kommen Gegner. Und ja, jedes Nachladen bringt natürlich was vom Gegner an Sekunden. Jedes Schießen und hier konnte ich den Diffuser töten. Und das war schon hilfreich, sag ich mal. Hier spielt noch ein bisschen Fang mit dem Gegner, der mich dann knifet, anstatt zu diffusen. Und die letzten Sekunden spielen runter. Und wir mussten eigentlich kaum noch Kills machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Und ja, die Bombe explodiert jetzt genau. Und wir mussten insgesamt in beiden Runden zusammen 14 Kills machen und haben so die Challenge geschlagen. War auf jeden Fall eine richtig harte Challenge, muss ich zugeben. Habe ich nicht gedacht, war doch schwieriger als erwartet. Hat trotzdem Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, vor allem Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und auch Dankeschön an alle Zuschauer. Ich hoffe, es hat gefallen und ich würde sagen, ja, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.